Schön, dass ihr wieder dabei seid zur Schleswig-Holstein-Umrundung mit dem Fahrer. Diesmal geht es vom Gartenschlägereck bis zum Schalsee. Die vierte Etappe steht auf dem Tagesplan. Bei dieser Tour zerschreddel ich mir im wahrsten Sinne des Wortes mein Fahrrad. Auf unglaublich schlechten Wegen bin ich unterwegs. Aber seht selbst, wenn ihr Lust habt, kommt mit, steigt auf, los geht's in die Richtung. Das Gartenschlägereck habe ich euch im letzten Film gezeigt. Von hier geht es auf gut ausgebauten Waldwegen und ein wenig Landstraße zum Freilichtgrenzmuseum Leisterförde. Das Museum ist eine Erinnerung daran, was die DDR für einen Aufwand betrieb, sein Volk einzusperren und bei Flucht zu töten. Über diese Straße ohne Radweg geht die Fahrt weiter. Ein bisschen gefährlich, was doof ist, aber was soll's. Nach einigen Kilometern geht es dann wieder autofrei in den Wald. Ganz schön einsam hier. Wie gefährlich es in Deutschland sein kann, zeigt eindrucksvoll dieses Schild hier. Hier ein romantischer Blick auf die Autobahn Hamburg-Berlin nahe der Raststätte Gudow.
dann im Naturpark Lauenburgische Seen und verhofft ein Pferd. Und das hat seinen Grund. Der Weg verläuft über einen Turnierplatz. Also mal kurz warten und zugucken. Und dann die große Überraschung. Es gibt ihn doch noch. Den Kolonnenweg. Wo einst die Grenzorgane der DDR patrouillierten, nutze ich den Weg für meine Schleswig-Holstein-Umrundung. Das macht das Navigieren einfacher. So unverhofft der Weg begann, endet er auch wieder, mitten im Rapsfeld. Aber zum Glück gibt es eine Treckerspur. Augen zu und durch. Offroad und holprig geht es weiter. Dem Himmel sei Dank, dass der Boden trocken ist. Mein Fahrrad aus den 80ern ächzt und klappert. Dann ist er wieder da, der Kolonnenweg. Fluch und Segen zugleich. Denn die Löcher im Beton wirken wie Schlaglöcher. Hier Spur zu halten ist nahezu unmöglich. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Mein Fahrrad streckt seine Segel. Nichts geht mehr. Das Vorderrad hat sich durch das Geruckel gelöst und das Hinterrad ziert eine gewaltige Acht. Mit einer Notreparatur geht es zum nächsten Fahrradhändler. Jetzt ist erstmal Pause.